Wer wissen möchte, wie das schmeckt, bleibt dran. Nach dem Intro gibt's mehr Informationen. Moin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wann immer ihr dieses Video seht, seid gegrüßt. Ja, wir haben hier von Rewe beste Wahl Chicken Cheese Nuggets mit würzigen Emmentaler. Ja, ich habe diese 400 Gramm Päckchen von Rewe geholt. Ein Zuschauer sagte, ich sollte die mal testen. Die würden gut schmecken. Ja, ich selber habe sie noch nicht probiert, aber ich bin ja für sowas zu haben, ne? Und wenn gesagt wird, es sollte gut schmecken, ja, warum nicht, ne? Also werden wir das Ganze jetzt mal testen. Das Ganze geht entweder für die Pfanne oder für die Fritteuse, für die Heißluftfritteuse oder für den Backofen. So, ich werde mich für die Heißluftfritteuse entscheiden. Bei 180 Grad ca. 6 bis 7 Minuten knusprig frittieren. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die wirklich knusprig werden. Ich schau mal und wir sehen uns dann beim Verkosten wieder. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf, wie die Dinger sind. Also, bis gleich. So, so sollen sie aussehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Denn so sehen sie aus, in Wirklichkeit. Ja, so lecker. Also riechen tun sie schon mal nicht schlecht. So sehen sie aus von innen. Tja, nicht viel Käse drin. Also die Panade, die ist ja wie bei allen diesen Chicken Wings gewürzt, sage ich mal, und ja, schmeckt ganz gut. Ja, aber wie man sieht hier, man sieht wenig Käse hier drin, ne? Man schmeckt den Käse auch, sage ich mal, nicht besonders. Ich habe mir da jetzt da mehr von erwartet. Aber ich sage mal, sie schmecken wie die anderen normalen Chicken Wings auch. Sie haben nach Käse gerochen. Und bei 2-3 Stück kam auch Käse raus. Aber jetzt bei diesen zweien, die ich eben hatte, da war nicht viel mit Käse. Ich weiß nicht, ob das ein Produktionsfehler war oder was. Auf jeden Fall, ja, ist mit Käse nicht viel bei den zweien gewesen. Jetzt will ich noch mal gucken. Moment, hier ist glaube eins, ja, hier kommt der Käse raus. Hier sieht man das auch. Hier unten, da ist der Käse rausgekommen. Hier sieht man ja auch noch, wie der Fäden zieht. Hier sieht man, hier war Käse drinne.
Ups. Hier war Käse drinne, der ist aber irgendwie rausgelaufen. Und komischerweise bei diesem Stück jetzt hier, das hat jetzt auch Käsegeschmack. Also müssen da zwei Stück dabei gewesen sein, sage ich mal, die nicht von Käse betroffen waren. Die haben sich wahrscheinlich so durchgemogelt. Ja, der Emmentaler ist schon geschmacklich ziemlich kräftig. Für Leute, die Käse mögen, ist das auf jeden Fall was. Und ja, für Leute, die nicht so auf der Käseschiene fahren, die sollten davon Abstand halten. Mir persönlich haben die eigentlich, ja, sehr gut, also gut geschmeckt, also nicht sehr gut, aber sie waren gut. Das ist so ein, ja, ich sage mal, das ist so ein Zwischending, also das ist ein bisschen mehr wie geht so, aber nicht ein schmeckt sehr gut, ne? Also das ist gerade so ein schmeckt gut, ne? Also ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja, ob ich sie mir nochmal kaufen werde, ich weiß jetzt auch gar nicht, was die jetzt genau gekostet haben. Müsste ich jetzt lügen. Aber ich sage mal, okay, man kann sie sich nochmal kaufen, ne? Also ich würde sie jetzt nicht unbedingt liegen lassen, aber ich renne auch nicht gleich morgen los und hole mir nochmal so eine Packung, ne? Also irgendwann werde ich mir so eine Packung nochmal holen. Aber wie gesagt, man kann sie essen. Sie schmeckt ordentlich. Das mit dem Käse ist auch, ja, ist mal was anderes. Und ja, ansonsten weiß ich nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Tja, also wie gesagt, ich kann sie euch empfehlen. Wer natürlich diesen strengen Emmentaler Geschmack nicht so mag, der sollte dann doch lieber die Finger von lassen, ne? Ansonsten, ja, für jeden Käsefreund zu empfehlen. Gut, das war's aber jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen auf Facebook, auf Instagram, wo immer ihr möchtet. Habe ich absolut nichts dagegen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.